Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmarama-Video. Wie angekündigt habe ich gesagt, dass ich noch ein Video mache zum Fußball-Event. Ich habe jetzt noch ein paar neue Informationen bekommen. Und zwar, wie gesagt, startet das Fußball-Event am 26.06., das heißt in 5 Tagen, das ist ein Sonntag und geht einen Monat, das ist kein Fehler, das geht wirklich einen Monat, und zwar wird das wieder hier in der Stadt ein Eventgebäude sein, und zwar ein Stadion wird das sein. Und jetzt, ja. Und so, wenn man da drauf geht auf dem Stadion, sah das so letztes Jahr aus. Und so wird das auch dieses Mal aussehen. Und zwar gibt es links eine Leiste und rechts eine Leiste. Auf der einen Seite kann man EP gewinnen oder bekommt man dann auf der anderen Seite, mein Gott, und auf der anderen Seite MP. Und es gibt wieder so verschiedene Vorrunden. Ich erkläre euch mal kurz, wie das geht. Das Video habe ich vom Enclave. Das Video und den Kanal von ihm mache ich gleich in der Beschreibung rein. Also, bei tierische Fans, da musste man Tiere abgeben. Man musste hier auf den Plus klicken, dann hat sich hier die Leiste geöffnet von den Tieren. Zack. Die Leiste hat sich dann hier geöffnet. Und man konnte dann hier Tiere abgeben. Ja. Und dann sagen wir mal, für die erste Stufe braucht man Tiere im Wert von 200 MP. Da musste man gucken hier, ob man es genau 200. Sag ich mal, eine Fledermaus bringt 220. Das heißt, wenn man eine Fledermaus abgibt, dann hatte man die erste Stufe schon fertig und dann bei der nächsten Stufe schon ein bisschen angefangen. Wenn man für die erste Stufe fertig hatte, war hier erstmal hier der Balken war so grün und dann war der hier normal so wie jetzt und dann war das die 12 war dann grün und das heißt dann ja, das war dann grün. Ja, und jetzt kommen wir kurz zur Vorrunde. Dafür brauchte man Bälle, sagen wir mal, für die erste Vorrunde brauchte man 100 Bälle. Wenn man die 100 Bälle abgegeben hat, hat man dann einen 40 Baum bekommen. Und dann hier stand da die Stückzahl, wie viele Bälle man insgesamt hat, sagen wir mal 200 Bälle. Und wenn man dann hier auf den Ball klickt, fliegen hier die Bälle ins Stadion rein und dann es werden dann 100 Bälle abgezogen und dann bis dann nur noch 100 steht. Und da man hier die erste Stufe gemacht hat mit den 12 EP, bekommt man pro Ball 12 EP. Und dann halt bei der wenn man die Stufe dann fertig hat, halt den 40 Baum. Und so ging es auch weiter mit der ersten Vorrunde, dann zweiten Vorrunde, dritte Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Insgesamt hat man letztes Jahr 1900 Bälle gebraucht. Weil wenn man weiterkommen möchte mit der Vorrunde, muss man die Bälle hier abgeben. Und dadurch hat man, wie wenn ich da jetzt gemacht hätte, 12 EP. Aber das ist Quatsch. Ich würde erst die Bälle abgeben, wenn man hier beide Sachen bis 100 hat. Dann hat man nämlich mehr davon. Ja, das System hat man hier eigentlich ganz leicht raus. Wie gesagt, wenn man hier das grün ist, muss man wieder auf Plus klicken. Für die nächste Stufe braucht man logischerweise mehr. Sagen wir mal 300 MP. Da musste man hier gucken, Tiere im Wert von 300. Da musste man hier welche abgeben. Und dann war hier auch wieder hier, war die Anzeige, wie viele Tiere man noch abgeben musste, bis hier die 16 rot ist und so weiter. Wenn man dann 16 hatte, hat man jeweils pro Ball 16 EP bekommen. Aber wie gesagt, ich würde die dann bei dem Event erst abgeben, wenn ihr die 100 voll habt. Das heißt, dann bekommt ihr pro Ball 100 EP, was schon recht viel ist. Und genau das gleiche ist halt hier bei MP. Da steht, da musste man Feldfrüchte und Baumfrüchte abgeben. Hier sind die Feldfrüchte und hier sind die Baumfrüchte. Da ging es auch wieder um, nicht um MP, sondern um EP. Für die erste Stufe brauchte man Tiere im Wert von 100 EP. Da musste man hier die Tiere einliefern, die insgesamt 100 MP ergeben, nicht EP. Und dann hat man hier auch die
Stufe geschafft, wenn man abgeliefert hätte, dann hätte man nur 6 MP, wäre Quatsch. Deswegen wieder bis 20 machen, das heißt dann, wenn man dann insgesamt alles voll gemacht hat bis 400 und bis hier 20, bekommt man oder hat man dann pro Ball 100 EP und 20 MP bekommen dann. Ja, also wie gesagt, erst halt voll machen und dann zum Schluss kann man alles abgeben, dann hat man nämlich auch die volle Ausbeute. Vorher macht das keinen Sinn. Das dazu. So ein ähnliches System wie das Wiedergeben mit, wo man Tiere abgeben muss und Feldfrüchte und Bäume. Es kann sein, dass man eventuell, was ich aber nicht glaube, Werkzeug abgeben muss, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man dann die zwei Aufgaben hier gemacht hat, hat man hier einmal hier einen Fanhühnerhaufen bekommen und hier die Hotdogbude. Und es wird diesmal andere Items geben, die Items finde ich gerade nicht. Jetzt kann ich euch dann nochmal in einem neuen Video zeigen. Hier sieht man unter anderem ein Puzzleteil, das man erspielen kann beim Event. Das besteht aus 4 Teilen. Die anderen Items, die man gewinnen kann, die man bekommen kann, werde ich euch natürlich noch zeigen. Ja, wie gesagt, man braucht auf jeden Fall Tiere und Feldfrüchte, Bäume. Da man ja, da es ja immer nach den Werten gibt, ne, ist es empfehlenswert, Tiere zu holen, die am meisten MP geben. Das heißt, zum Beispiel bei den Tieren, das Sinnvollste wäre bei den Tieren, der Elefant, der bringt, wenn man den am Markt verkauft, laut dieser Anzeige 2440 MP. Das heißt, sagen wir mal, wenn man 11 Elefanten hat und wenn man 10 Elefanten hat und 10 Esel, bringen ja die 10 Elefanten natürlich viel mehr, weil die ja schon pro Elefant allein 2440 geben und der Esel nur 397. Deshalb immer die Sachen holen, die am meisten MP geben. Also als Gegenwert. Ja. Das war's im kleinen Video schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Weitere Videos folgen natürlich und bis später mal. Tschüss.